Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Port Royal 4 bei von Blankenburg. Und heute sind wir zum großen Staffelfinale hier. Haben noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und ja, wir müssen uns nach wie vor ja von diesem herben Rückschlag erholen, dass unsere komplette Flotte in der letzten Folge beschlagnahmt wurde. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Erstmal hier Waren loswerden, denn wir müssen hier Hanf einkaufen. Und zwar mindestens, boah, wir müssen den kompletten Vorrat abkaufen, 30 Stück. Denn das ist, glaube ich, das, was die anderen gerne haben möchten. Ja, wir können hier ein bisschen, ja, das ist hier alles irgendwie nicht das Wahre. Die sind total ausgeklaubt hier, außer beim Bier. Bier gibt es in rauen Mengen. Nun gut. Auf nach Tiller. Ich bin noch auf Pause, deswegen. Ja. Lasst uns doch mal hier nach unten fahren und den Handel abschließen. So. Und ja, dann erstmal den Hanf verkaufen. Das sollte uns jetzt eigentlich die Punkte geben. Wir gucken gleich nochmal. Kohle können wir hier auch komplett loswerden. Ja, die Baumwolle, das lohnt sich hier irgendwie nicht. Hier, ah ja, das lohnt sich wenigstens. Tabak produzieren die selbst. Hier geht ein bisschen was, Kakao geht, ja, auch ein kleines bisschen. Diese Töpferware, läuft hier nicht so. Wir können Fleisch einkaufen. Und Mais wird hier, naja, aber das lohnt sich auch nicht wirklich. 35 wollen die. Also nochmal nach Validodat zurück. Und schon wieder geplündert, das gibt's doch nicht. Naja, aber der Verlust ist überschaubar. Ja, oh, das ist richtig übel, Leute. Das ist richtig übel, dieser blöde John Hawkins, der uns das letzte Mal die komplette Flotte versenkt hat. Ne, die sind hier komplett aus. Hanf gibt es hier gar keinen mehr. Hatten die nicht hier in Belize eine Produktion von Hanf? Oder habe ich mich jetzt gerade verguckt? Ach, ich bin ja falsch. Hier oben nach Validodat müssen wir natürlich. Oh je. Nun gut. Zumindest hier gibt es wieder. Ja, jetzt klappt das auch. Hier können wir ein bisschen was nachnehmen. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Lohnt sich denn der Verkauf? Ja. Obst können wir ein bisschen verkaufen. Ja, das bringt hier alles nicht viel. Das ist hier alles, ja, Fleisch. Fleisch können wir hier gut verkaufen. Aber das hier ist alles vorhanden. Ja, das bringt leider wenig. So, was können wir denn hier noch mitnehmen? Kohle. Hier geht noch ein bisschen was. Wir könnten theoretisch noch mehr Hanf mitnehmen, wobei dann viel nicht mehr geht. Ja, Bier. Na gut. Wir fahren zurück nach Tiller.
Und gucken mal. Ja. Und werden hier unsere Waren los. Na. Also hier auf jeden Fall noch drei, mindestens. Damit haben wir hier immerhin eine Reparatur erhalten. Das ist zwar jetzt auch nicht so wertvoll, aber immerhin. Ja, und hier können wir hier und da noch einen kleinen Gewinn herausschlagen. Fleisch wird hier selbst produziert. Kohle, bringt nichts. Baumwolle bringt nichts. Tabak bringt nichts. Ja, wir waren ja hier eben erst auch. Von dem her ist das jetzt nicht verwunderlich, wenn wir hier so eine schlechte Nachfrage darauf finden. So. Und na, selbst das ist Quatsch. So, wir segeln einmal zurück nach Sevilla. Ach, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. So. Es geht zurück. Ah, und die Kriegsgaleone ist wieder verfügbar. Tja, hier können wir ja eigentlich wieder das alte Spiel betreiben. Alles erstmal ins Kontor zu schaffen. Das macht ja dann unser Kontorverwalter, die Verkauferei. Tja, und dann können wir wieder zuladen. Ja, hier so ein bisschen was rum. Ja, da können wir noch ein bisschen aufstocken. Stoffe geht ein bisschen was. Ja, und den Rest machen wir mit Tabak voll. So, und ich glaube, der große Moment ist gekommen, wo wir über 5000 Einwohner haben. Sehr gut. Und jetzt mehr oder weniger in allerletzter Not. Ah, 6000. Ich dachte, es sind 5. Leute, wir müssen noch uns ranhalten hier. Wie kriegen wir das hin? Wir müssen die Stadt auf jeden Fall weiter zum Wachsen bringen. Und zwar sehr schnell. Ja, hier könnten wir noch. Und da könnte man auch noch ein Wohngebiet platzieren. Wie können wir denn die Stadtgröße erweitern? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Oder ist das hier alles? Wir könnten Gebäude verschieben. Vielleicht hier ein bisschen das alles von der Wohnbebauung wegnehmen. Somit haben wir hier wieder mehr Möglichkeiten zu expandieren. Hier würde mir noch ein Marktplatz empfohlen werden. Na gut.
Dann bauen wir doch den da noch ran. Und vielleicht hier noch eine Wohnbebauung. Und naja, wir brauchen eigentlich noch mehr Betriebe. Ich müsste doch jetzt... Ah, schaut mal her, ich darf mittlerweile die Schneiderei bauen. Na, dann setzen wir die doch vielleicht hier vorne ran. Vielleicht sogar noch eine zweite. Ja. Die scheint wohl die Bürger auch nicht zu stören. Ja, und hier oben vielleicht noch zusätzlich eine Baumwollplantage. Und es fehlen aber wieder Baustoffe. Das heißt, wir müssen dringend... Wie war denn das? Wir produzieren doch hier in Puerto Cabezas zumindest Ziegel. Dann holen wir doch da erstmal Ziegel ab. Machen wir es doch so. Ja. Na, da hatte ich wieder eine kurze... Ich musste mal kurz aus dem Fenster rausklicken. Leider. Jetzt geht's weiter. Ja. Und wir sind aber hoffentlich dann auch gleich wieder in Puerto Cabezas angekommen. Und ja, können jetzt hier immerhin... Ja, wir können hier eigentlich auch wieder dasselbe Spiel über das Kontor machen. Ja, hier ein bisschen was weg. Das können wir komplett rüberladen. Da haben wir das auch rüber. Da haben wir ordentlich. Ja. Und wir nehmen hier alles mit an Ziegeln, was geht. Wir nehmen Obst mit. Und wir nehmen natürlich weitere Kolonialwaren mit. Tja, und könnten wir hier auch Metallwaren kaufen? Sieht nicht so aus. Würden die denn hier irgendwo hergestellt werden? Da nicht und da nicht. Hier. Kahuita, da könnten wir mal rüberfahren. Neuer Logbucheintrag sehe ich gerade. Das ist bestimmt noch wegen der Schatzkarte, oder? Hm. Nun gut, habe ich jetzt noch nichts erkannt. Wir verkaufen mal Obst. Zucker können wir hier verkaufen. Kleine Mengen. Bisschen Baumwolle. Na, Tabak wird hier gut nachgefragt. Hier geht ein bisschen was. Das produzieren die selbst. Metall wollten wir einkaufen. Figürchen. Ne, das lohnt sich nicht. Zeile. Ja, so ein bisschen was. Wir könnten weitere Ziegel zukaufen. Naja, warum eigentlich nicht? Und hier schwimmt eine Flaschenpost. Dann lasst uns doch mal da drüber fahren. Und mal gucken, ob wir das mitnehmen können. Ja. Na, unser Schiff müsste gleich da sein. Und jetzt können wir das Ganze annehmen. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ah, ein Stück der Schatzkarte. Okay. Ja, aber noch nicht so aufschlussreich, leider. Dann dampfen wir mal weiter hier hoch. Ja,
und ent oder b laden mal wieder das Schiff. Erstmal hier natürlich Baumaterial wieder der Verkauf Richtung Stadt. Für Metall dasselbe. Das hat sich gelohnt. Ja, Seile können wir über unser Konto verkaufen. Ja, alles andere haben wir hier vorrätig. Hier können wir mal noch ein bisschen was dazulegen. Und ansonsten Obstvorrat aufstocken. Zuckervorrat aufstocken. Baumwolle aufstocken. Stoffe aufstocken. Ja. Schon wieder ist das Schiff voll. So. Wie sieht es denn in Sevilla jetzt aus? Ja, hier stehen immer noch die Baumaßnahmen. Es fehlt nach wie vor an Ziegel. Was natürlich traurig ist. Aber immerhin, naja, langsam aber sicher steigen die Einwohner hier. Wir fahren mal nochmal nach Belize. Und vielleicht vorher über Valladolid. Um, ja, unsere Überladung hier loszubekommen. Ja. Hier geht ein bisschen was weg. Ja, das alles hier irgendwie nicht sehr ergiebig. Ja. So. Und dann. Ja, wir können hier diese wertvolleren Sachen durchaus ein bisschen mitnehmen. Und Kohle wird, glaube ich, überall immer gesucht. Und wir fahren runter nach Belize und ich hoffe, dass wir da, ja, zumindest unsere Waren ein wenig losbekommen. So. Ja. Zumindest ein bisschen was kriegen wir hier los. Ja. Seht her, seht her. Ein bisschen was geht ja hier. Und Kohle. Ja. Ja. So schlecht ist das doch gar nicht. Und hier können wir jetzt wieder Ziegel kaufen. Und damit ist das Schiff voll. Zurück nach Sevilla. Wir haben bis August Zeit. Wir müssen diese Stadt aber noch zu einem gewaltigen Wachstum bringen. 1000 Einwohner fehlen noch. Das könnte sehr knapp werden, Leute. Das könnte sehr, sehr knapp werden. So. Na, die Ziegel würde ich jetzt erstmal ins Konto laden. Ja, das sind alles Sachen, die wir hier eh schon produzieren oder eingelagert haben. Mhm. Tja, und was nehmen wir jetzt mit? Tabak? Stoffe. Bisschen Baumwolle noch. Rum. Ja,
den Rest mit rum. Das passt dann. So, was machen die Einwohner hier? 5052. Hier wird jetzt zumindest gebaut. Ich glaube, wir sollten noch weitere Wohngebiete in Auftrag geben. Einfach um hier den Platz zu haben. Und vielleicht, ja, hier die... ach, das sind Fremdbetriebe hier, oder wie? Warum kann ich ihn denn nicht verlegen? Das ist seltsam. Nun gut. Tja. Ich denke, da ist erstmal alles erreicht, was wir erreichen können. Dann lasst uns doch mal noch die Fahrt nach Maracaibo antreten. Und Hawkins hat schon wieder geplündert. Es kann doch nicht sein, Leute. Es ist nur noch ein Ärgernis. Tja, dann lasst uns mal als krönenden Abschluss dieser Staffel na zumindest unsere Kriegsgaleone abholen. Ja, wir folgen unserem Schiff hier nach unten. Gleich sollten wir da sein. Maracaibo wartet auf uns. Und da sind wir. So. Ja, wir verkaufen natürlich wieder. So. Ja, zumindest der Handel hier lohnt sich. Zumindest der Handel lohnt sich. So, das sind ja alles Sachen, die wir selbst produzieren. Metall könnten wir hier noch mitnehmen. Und, naja, Zucker. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Ah, und halt, stopp. Wir können hier noch wieder Passagiere an Bord nehmen. Na, warum läuft denn die Zeit nach wie vor so schnell? Und jetzt hier... ja, und jetzt haben wir das Problem mit den zu wenigen Kommandopunkten. Das kennen wir ja schon. Da würde ich jetzt erstmal als erste Lösung das schlechteste Schiff da lassen. Ach halt, wir haben den Kapitän nach wie vor nicht zugewiesen. Moment. Und der hat noch einen Stern frei. Da würde ich auf Kanonier gehen. So, und wir weisen ihn zu. Das ist jetzt hiermit erledigt. Und er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kommandopunkte. Das müsste eigentlich funktionieren, ja. Das sind ja hier 5 plus, der hat 2, also 6. Ja. Perfekt. Dann können wir natürlich noch weitere Leute an Bord nehmen. Ja. Und ja. In diesem Sinne, liebe Leute, glaube ich, wir haben in der nächsten Staffel einiges zu tun. Wir haben nach wie vor ja hier dieses ungelöste Problem mit den 6000 Einwohnern. Ich hoffe, dass wir es mit dieser Fahrt hier hinbekommen irgendwie. Tja, und ansonsten muss immer noch John Hawkins sterben. Wir haben da leider in der letzten, beziehungsweise ich glaube in der vorletzten Folge massiv gepatzt. Das wird auf jeden Fall eine riesengroße Aufgabe für die nächste Folge sein.
Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Staffel wieder dabei seid. Bis dahin, euer von Blankenburg.